So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Und ja, dieses Lego Ninjago Sonderausgabe braucht ihr, wenn ihr eben den fünften und limitierten Drachenjäger machen wollt. Ist natürlich nur ein Scherz, den gibt es nicht in Wirklichkeit. Bloß ich habe den gemacht, weil ich so viele von dieser Ausgabe habe. Das wisst ihr ja. Und die sind blau, die Flügel. Der Druck ist blau, seht ihr, das passt. Der Rest ist zwar gelb, aber man kann ja auch noch blaue Arme dran machen, damit es besser passt. Dann sieht er natürlich noch viel, viel edler aus. Das dazu. Also, diesen ist eigentlich dieser hier. Ohne Flügel ist dieser. Mit alt, das ist der weiße, den es auch gibt. Flügel abmachen. Dann habt ihr eben den fünften und limitierten. Und wie ihr seht, wenn ihr jetzt noch blaue Arme macht, damit hier das blaue Licht nicht ganz durchscheint, dann habt ihr die perfekte fünfte oder ein Lego Ninjago Drachenjäger in limitierter Ausgabe. Ja, ich habe mir so gemacht, aber mit blauer Arme sieht er besser aus. Ist meine Meinung. Ihr könnt mir natürlich eure Meinung schreiben. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich wollte euch ja nur zeigen, welches Lego Ninjago Sonderausgabe Rätselcomic ihr braucht. Das ist dieses. Es kostet rund 6 Euro. Ich werde natürlich noch ein paar mehr machen, weil ich habe hier noch welche, insgesamt 5 Stück. Das bedeutet, ich komme auf 6 oder 7 limitierte Figuren. Dann ist auch, vielleicht mache ich 10 voll. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch dieses Magazin, auch wenn ich schon angeboxt habe, nochmal für den einen oder anderen zeigen, präsentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Aber das sind einfach nur dieses Rätsel-Comic-Magazin, wo es immer wieder welche gibt. Und die besten waren bis jetzt für mich Marvel, also Batman, Star Wars, die älteren, aber die neuen so nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, kurz schnell durchblättern. Ihr seht, es ist richtig rätsellastig. Comicbeilage ist nicht so viel drin, dann wieder Rätsel. Aber der ein oder andere, der mag es. So ein Ninjago-Rätsel, ja. Ihr seht es, ich blätter schnell rum. Wenn ihr es genauer haben wollt, drückt immer wieder auf Pause. Dann habt ihr so eine Geschichte, Rätsel, Comic wieder und hinten die Auflösung. Das dazu. Aber jetzt kommen wir natürlich zu der Minifigur, um die es eigentlich geht und die auch jeder kennt. Einmal, zweimal, hopps. Und sie ist wirklich auch eine... Na, bleib doch mal da sitzen. Ne, erst der Schulterpolster, wo die Flügel anschließend dran gemacht werden, weil die sind ja dabei, aber die eigentlichen Flügel nicht. So, dann hat er doch zwei coole Waffen. Diese Blitz. Und die sind wirklich schön, finde ich. Einmal. Ups. Wenn man zu feste drückt, also. Ich hole mal eben. Ah. Ich lasse ihn jetzt mal so. So, das ist dann nun, der in diesem Rätselcomic drin ist. Den auch jeder im Prinzip kennt, das ist dieser hier, bloß mit Flügel. Aber sonst ist alles absolut identisch. Und wie gesagt, ich habe die blauen Flügel da dran gemacht, dann ist es, den es so nicht gibt, also eine limitierte. Aber wie gesagt, ich sehe das jetzt auch selber, wenn die blauen Arme dabei sind, sieht das viel interessanter aus und viel echter. Meine Meinung nach. Aber ich werde natürlich irgendetwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall.
Mal gucken, was ich finde. Aber wie gesagt, ich werde irgendwas machen, wo die Drachenjäger drin sind. Ein Set, das Autoset ist ja 20 Euro billiger geworden. Das Motorrad habe ich, glaube ich, gerade schon ingeboxt. Mache ich jetzt was anderes. Ihr schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare. Auch wegen dem Umbau. Ich finde den doch mit blauen Arm. Sieht er dann besser aus. Das mache ich auch. Aber nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare jetzt bitte. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.